Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Kürzlich war ich mit einer neuen Freundin in einer Großstadt unterwegs. Es hat uns das Herz gebrochen, dort in der Eiseskälte so viele Obdachlose zu sehen. Ach, ich würde so gerne mehr tun, meinte sie ergriffen. Und gleichzeitig wunderte sie sich, es gibt doch mittlerweile so viele Anlaufstellen und Hilfe für die Menschen, wieso gehen sie da nicht einfach hin? Etwas später, als wir uns im Laufe dieses Tages immer näher kennenlernen durften, öffnete sie ihr Herz und sagte, ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater, ich kann ihm einfach nicht vergeben. Ohne dass ihr das bewusst war, lag ihr Herz ebenfalls in einer Eiseskälte gefangen. Und als ich versuchte, mit ihr darüber zu reden, wunderte auch ich mich, Gott möchte dir dabei helfen. Er möchte deine Anlaufstelle hierfür sein. Wieso gehst du da nicht einfach hin? Die Witwe, die Elia erst um Wasser bat, eilte davon, heißt es in 1. Könige 17,11, um ihm dieses zu bringen. Denn davon war genug vorhanden. Als er sie aber um Brot bat, blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen. Der Herr verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen. Es ist leicht, großzügig mit dem zu sein, von dem du zu viel hast. Doch bist du auch großzügig mit dem, von dem du grad genug hast? Diese Geschichte zeigt uns, dass Gott es kaum erwarten konnte, diese Witwe, diese Frau ein Wunder erleben zu lassen. Zum Glück hat sie sich entschieden, ihr Weniges mit Elia zu teilen. Sonst hätte sie das verpasst, denn Gott wird nicht vermehren, was du für dich behältst. Und ich bete, dass meine Freundin ebenso ihrem Vater vergeben wird, selbst wenn sie glaubt, hierfür zu wenig Kraft zu haben. Wo fordert Gott dich heraus, aus deinem Mangel heraus zu geben? Glaub mir, so wie ich Gott kenne, verbirgt sich dahinter ein großer Segen. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen. Du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.